Nun, meine lieben Damen und Herren, hier sieht man es bereits, die Leute hinter den Rackpacks haben sich etwas Neues aus. Goddammit! Etwas Neues ausgedacht und natürlich war direkt der Rack-Service unavailable, weil was auch sonst. Es ist das Spartans Armory Rack Pack. Und es ist zu haben für lediglich schlappe 80.000 Rack Points oder eben 7,9 Pfund sind das. Ich weiß gar nicht, wie viel es in Deutschen kostet, höchstens vielleicht 10 Euro. Egal, ich habe fleißig gespart. 324.259 Rack Points habe ich und öffne hier deswegen auch gleich das erste Pack, um mal zu sehen, was hier drinnen ist. Und tatsächlich bekommt man einige coole Sachen, wie zum Beispiel hier ziemlich viele solche Camos für die Waffen. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, drei oder so geöffnet. Oder waren es vier? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, nee, nur. Nee, oder waren es vier? Doch, es dürften, glaube ich, vier gewesen sein. Ich habe ja einige coole Waffen-Camos hauptsächlich erhalten. Was ich sehr cool finde, weil ich unglaublich lange schon solche haben wollte und nie dazu gekommen bin, irgendwelche zu bekommen, meine Gold Packs geöffnet und sonst irgendwas. Und nie war was drin und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, well, fuck you. Ich werde es jetzt keine mehr öffnen. Und ja, auch ein paar Assassinations habe ich ja bekommen. Ich hätte auch gerne Stance gehabt, aber war leider keine mit dabei. Dafür habe ich eine meines Erachtens ziemlich coole Assassination bekommen, der ich sehr froh bin. Ich glaube, die heißt Lifted oder so, dürfte jetzt im vierten gleich kommen. Diese komischen Visier, nicht Visier, sondern Helm hat Farben, nicht hat doch Visierfarben, stimmt, Visierfarben sind so nutzlos, ganz ehrlich. Sehen alle einfach gleich aus. Natürlich bin ich dann auch gleich noch in meine Armory gegangen da oder wie auch immer sich das nennt oder Customization halten, haben wir mal alle angesehen. Momentan benutze ich dieses Shark Tooth Grin, weil es ganz lustig ist. Die anderen sind sehr bunt. Was nicht unbedingt schlecht ist, also zum Beispiel dieses Shark Tooth Grin sieht man meines Erachtens fast kaum. Aber naja, was soll man tun? Dann eben noch ein paar Magnum Skins, die ich bekommen habe. ODST, was ich sehr cool finde und ich glaube, was ich auch später noch benutzen werde, weil ODST ist einfach. Ich finde ODSTs seit jeher sehr cool. Ich fand auch das Spiel sehr cool. Aber ja. Sonst noch so ein paar andere. Ja, die sehen eigentlich alle ganz okay aus. Also ich war mit der Ausbeute, die ich hatte, zufrieden und sehr froh, dass ich tatsächlich die ganzen Rackpoints angesammelt hatte. Ich wollte nämlich eigentlich einfach nur so Rackpoints sammeln, bis ich eine Million habe. Aber jetzt bei gegebener Zeit habe ich mir gedacht, schaue ich mal, dass ich die ausgebe, jetzt wo es hier endlich ein Rackpack gibt, das ganz nach meinem Geschmack ist. So, hier dann noch ein kurzer Blick auf die Assassinations. Ich habe jetzt leider noch kein Footage von denen, wie sie sonst wie aussehen. Also man sieht jetzt hier nur die Bilder. Lift-Off, die ich gerade eben da hatte, ist wie gesagt ganz cool und Nice Try habe ich noch bekommen. Die kennt man auch schon aus einem der Trailer. Das kam ja, glaube ich, mit irgendeinem Update. Naja, das war es im Großen und Ganzen auch schon wieder. Die restlichen Helme und Armor-Teile sind jetzt so, ja, wie man hier vielleicht noch ganz kurz sehen kann, die Visiere sehen auch gefühlt alle gleich aus. Egal, welche Farbe man nimmt. Also, keine Ahnung, bei Visieren gibt es immer zwei Optionen. Entweder sie sehen scheiße aus oder man hat bereits eins, das fast genau die gleiche Farbe hat, sondern so ganz klein bisschen, was sich vielleicht, wenn man sich im Licht dreht, von der Reflexion ändert. Aber naja. Damit die Frage an euch: Werdet ihr euch so ein Rackpack holen oder auch nicht? Findet ihr es im Generellen cool, dass sie sowas machen mit anderen Rackpacks oder seid ihr ganz der Meinung, dass Rackpacks sind scheiße und sollten eigentlich gar nicht im Spiel sein? Naja, keine Ahnung. Ich finde es gerade für so ja, äußerliche Sachen eigentlich ganz lustig. Was ich eben schade finde, ist, dass es einfach nur zufällig random ist und nicht in irgendeiner Weise vielleicht mit irgendwelchen Sachen zusammenhängt, die man im Spiel erreicht hat. Ich meine, sie haben jetzt langsam angefangen, sowas zu machen.
Aber es ist immer noch so, ja. Es wäre halt cool, wenn irgendwie, werde Diamond in Season bla und du kriegst folgende Skin und nur dann. Oder so. Damit man auch mal so ein bisschen zeigen kann oder damit sich's für einen noch mehr lohnt, irgendwo einen gewissen Rang zu erreichen. Das ist so meine Meinung. Ich fand die Rackpacks hier ganz cool. Gibt einige coole Sachen drin. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, Traumschiss sagt der Quert. Ah.